Izzy? Izzy, bist du wach? Hallo? Izzy? Izzy? Hallo? Was war das denn? Oh, hi. Hi. Ich bin nur wach. Ich habe meine Traumsachen schon fertig und jetzt habe ich nichts mehr zu tun und mir ist langweilig. Was hast du geträumt? Beziehungsweise, was war deine Vision heute? Meine Vision? Das willst du wirklich wissen? Das willst du nicht wissen. Ich sag dir, ich habe wieder was von Zombies gemacht. Warte, was? Da waren Zombies auf der Erde, sage ich dir ganz, ganz sicher. Und die haben ganz viele Leute aufgefressen und da musste ich sie davon abhalten. Warte. Das ist nicht wirklich so, oder? Wir können auf die Erde runter. Meine Vision ist ganz anders. Bei mir ist alles friedlich und die leben voll das schöne Leben und die sind richtig glücklich. Und ich hatte eine Familie und die waren schwimmen am Meer. Oh, vielleicht war es ja doch nur ein Traum. Naja, du hast immer so wirre Sachen. Ich frage mich, wie es auf der Erde aussieht. Ob da wirklich einfach Zombies sind oder ob das eigentlich, you know, eher so ist, als wäre es wie bei mir. Oh, ich würde so gerne mal auf die Erde gehen, aber nie dürfen wir dahin. Das ist echt blöd. So eine dumme Regel. Du darfst auf die Erde, wenn du groß genug bist. Ein kleiner Gott wie du kann auf die Erde nichts machen. Ich will auch auf die Erde. Ach Mann, das ist echt blöd, hier immer im Himmel zu sein. Was machen wir jetzt? Magst du Fangen spielen? Okay, aber im Kriechen. Dann 3, 2, 1. Kriech dir hinterher, ich hol dich. Oh mein Gott, du bist so ein schneller Kriecher. Ah, ich lauf nämlich. Hallo, das ist Schummeln. Hallo, das wollten wir nicht machen. Yeah. Ah, Mann. Guck mal, Ronja, da geht's runter. Komm mit. Warte, geht's da runter zur Erde? Ja, hier geht's runter zur Erde. Irgendwann können wir auch hier runter. Aber noch sitzen wir auf der Wolke. Okay, aber eines Tages, wenn wir ein bisschen älter sind. Immer noch nicht alt genug. Immer noch nicht runter dürfen. Ronja, ich spring jetzt, okay? Ich spring jetzt. Warte, nein. Easy. Doch, ich spring jetzt. Bist das du sind die Regeln. Eins, du kann, drei, zwei, los! Warte, nein! Ah! Was? Okay, pass auf, aber wir haben ja in der Schule gelernt, wir können ein paar Änderungen schon machen für die Erde. Okay. Hast du dir schon überlegt, was du machen möchtest? Oh, ich habe Hausaufgaben bekommen. Ich soll wieder die Hunde füttern von der einen Familie, die ist immer vergessen, weißt du? Oh, ja, verstehe. Naja, die kriegen hier leckere Sandwiches von mir. Hm, ich habe jetzt Zeitumstellung, soll ich machen. Ach. Ja, weil die Menschen sich aus irgendeinem Grund gedacht haben, sie stellen alle Jubeljahre ihre Zeit um und dann geht die Sonne anders auf als davor. Oh Mann, die sind echt komisch, oder? Ja, ist wirklich keine Ahnung. Lass uns das. Keine Ahnung. Ich meine, wir müssen das früher oder später machen, aber lass uns. Ich will endlich auf die Erde! Ja. Okay, pass auf. Ja. Wir gehen heimlich auf die Erde. Wir schleichen uns auf die Erde? Wir schleichen jetzt auf die Erde. Wir müssen ja nicht von dem großen Abhang runterspringen. Aber es gibt ja noch die andere Seite bei dem großen Wolkenberg da drüben. Okay. Und wenn wir uns da runterschleichen, dann können wir theoretisch die Änderung. Ich meine, das sind ja eh Hausaufgaben, richtig? Die müssen wir ja machen. Stimmt. Es wurde ja nicht gesagt, dass wir sie nicht auf der Erde machen dürfen. Stimmt, das haben wir nicht explizit gesagt. Warte. Oh, hier ist die ganze Stadt, guck mal. Ich weiß, wenn wir runterspringen, könnten wir auf die Erde kommen. Wollen wir das machen? Warte mal, was ist das da oben? Oh! Vielleicht können wir uns in die Dinger hier reinsetzen? Was ist das? Was macht sowas denn hier im Himmel? Was ist das? Nein, Ronja, ich bin drin! Warte, du bist drin? Ich komme hier nicht weg, ich auch! Mir. Du musst mitkommen! Ich komme mit, ich schätze dann, ist es jetzt soweit, dann geht's auf die Erde, hä? Huh? Oh no, ich fall gleich runter, ich weiß es! Okay, ich weiß gar nicht, in welche Richtung wir müssen, es sieht alles so komisch aus und nicht weiß und flauschig. Es ist vielleicht gar nicht angenehm, hier zu landen. Ich weiß nicht, aber siehst du, da ist ein Pool auf dem Dach. Siehst du den? Ein Pool auf dem Dach? Ja, hier vorne. Komm mit, Oh yeah! Guter Gedanke. Weißt du, wie man abspringt von den Dingern? Einfach, ich habe keine Ahnung. Einfach raushüpfen? Okay. Oh mein Gott. Knapp daneben. Voll auf die Nase. Zum Glück bin ich auch unsterblich. Ja, das stimmt. Okay. Dann, Hausaufgaben. Was? Ich glaube, die Leute da drin. Oh, guck mal. Hoppala. Ich bin irgendwie auf den Balkon hier gefallen. Schau mal. Oh, warte. Vielleicht komme ich da hoch. Hier ist ein Feuer. Da ist ein Feuer? Ja, siehst du mich? Warte, hier nimm eine Leiter. Oh, ich sehe dich. Warte, ich hole mir eine Leiter. Können wir da hoch? Oh, ja. Vielleicht können wir den Leuten helfen, weißt du? Oh, guter Gedanke. Hoppala. Jemand? Ist auch viel besser als die Hausaufgaben. Dann kann uns eigentlich auch keiner hier vor den Obergöttern bestrafen. Richtig? Ja, stimmt. Da sind die. Schau mal, was ist das hier? Warte, das ist... Skate Shop. Skate Shop?
Ja. Keine Ahnung, was ein Skate-Shop ist. Warte, die haben hier... Räder? Nein, das brennt! Wir müssen wir müssen das Feuer löschen. Okay. Hast du einen Feuerlöscher? Ich habe einen Feuerlöscher. Schnell, ich hole mir auch einen. Dann... Oh, Feuer. Gut, dass du das gesehen hast. Hier ja, noch gut, löschen. Dass wir hier sind, oder? Richtig lucky. Oh mein Gott. Das hätten die nie alleine geschafft. Guck mal, da hinten brennt es auch noch. Wie kann ein Aquarium brennen? Oh mein Gott, die Küche brennt, das Ganze. Oh, okay. Badezimmer auch. Okay, Küche ist gelöscht. Oh nein, das Schlafzimmer brennt auch. Das Schlafzimmer brennt auch. Was ist... Oh mein Gott, das Bad. Ich mach das Bad. Hier brennt es. Dahinter geht es noch weiter. Da ist eine extra Tür zum Klo. Die brennt auch. Oh, oh. Oh mein Gott. Zum Glück sind wir hier. Ja, mega. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir alles erwischt. Okay, wir sollten uns nicht zu sehr sehen lassen hier auf der Erde. Wollen wir vielleicht das Feuer ausmachen und dann gehen? Okay, ja, guter Gedanke. Dann, lass uns irgendwie einen Unterschlupf finden. Ich weiß gar nicht, was es soll. Wir haben das große Haus hier, aber aus irgendeinem Grund können wir nicht fliegen, weil man ist so langsam. Müssen Menschen die ganze Zeit damit, also... Laufen meine Beine wollen nicht mehr, Ronja. Ich kann nicht mehr laufen. Es ist so anstrengend. Oh, weißt du, was toll wäre? Ja? Die Leute haben doch manchmal so Fahrzeuge. Fahrzeuge? Ja, damit fahren die doch immer. Weißt du, das sind fast die Flügel, nur auf dem Boden. Okay, weißt du was? Ich hole uns so eins. Ich hole uns so ein Fahrzeug. Du holst uns ein Fahrzeug? Wo willst du denn eins herkriegen? Keine Ahnung. Ich habe gesehen, da gibt es irgendwie so einen Laden und da sind verschiedene Menschen schon rausgegangen mit ihren Fahrzeugen. Ich hatte da neulich auch ein bisschen einen Traum von. Es gibt sogar Fahrzeuge mit Rädern, die nennen sich Fahrzeugräder. Fahrzeugräder? Ja, oder Fahrräder oder sowas. Warte mal, ich guck mal von ganz oben, ob ich da irgendwie den Fahrladen sehen kann. Ja, vielleicht. Warte. Vielleicht... Guck mal, da steht so ein Fahrzeug. Siehst du das? Da steht wirklich eins. Vielleicht können wir das einfach klauen. Das sieht richtig praktisch. Das ist merkwürdig, oder? Man kann sich da reinsetzen und dann ist man schnell, obwohl man sitzt. Man läuft, man fliegt ja gar nicht. Nee. Das bleibt auch auf dem Boden. Okay, weißt du was? Ich hole uns so ein Fahrzeug. Okay, ich hüpfe hier runter. Ich schlafe, oder? Okay, bis nachher. Okay, das scheint hier das offizielle Gebäude zu sein. Wenn, dann finde ich hier jemanden, den ich fragen kann. Okay, hier ist... hier ist ein Auto. Hier ist ein Bild von einem Auto. Student Driver Programm. Wie kann ich weiterhelfen? Hi, ich bin auf der Suche nach einem Auto oder nach einem Fahrzeug. Hast du denn einen Führerschein? Du siehst ziemlich jung aus. Hä? Was? Hast du einen Führerschein? Was denn für ein Führerschein? Nein, natürlich nicht. Ich suche ein Auto. Ein Fahrzeug. Ja, ein Fahrzeug. Und dazu brauchst du einen Führerschein. Warum brauche ich denn dazu einen Führerschein? Weil ich bin ein Gott, ich kann... Führerschein braucht. Verstehst du das nicht? Hä? Okay. Verstehst du das nicht? Ich bin ein Gott, ich kann Auto fahren und ich kann fliegen, aber auf der Erde nicht. Deswegen brauche ich das Auto. Stop. Hier, bitteschön, nimm das. Ja, da musst du jetzt einmal unterschreiben. Okay. Ja, und dann setzt du dich da an den Computer und machst deinen Test, okay? Dann bekommst du einen Führerschein. Warum muss ich denn hier einen Test machen? Was denn für ein Test? Was willst du denn testen für mich? Du bist ja auf der Erde. Du musst hier einen Führerschein machen, wenn du fahren willst. Hier, okay, einmal unterschrieben, bitteschön. Dann setze ich mich jetzt hier hin und mache den blöden Test. Okay, alles fertig. Krieg jetzt meinen Führerschein. Das muss ich jetzt nochmal kurz checken hier. So, mal lesen die Antworten. Ich habe immer C angeklickt. Und bei dem kleinen Video habe ich gesehen, dass das Kind mit dem Ball vor das Auto rennt. Und dass ich das nicht anfahren soll. Also das war jetzt wirklich sehr knapp, was du da gemacht hast. Aber gut, hier ist dein Führerschein. Du hast bestanden. Warte, wirklich? Ja, du hast bestanden. Jetzt nimm ihn schon. Wo ist er denn? Ja, hier, nimm ihn doch. Da ist er doch. Okay. Warte, und damit kriege ich jetzt ein Auto? Damit darfst du das Auto fahren, aber kriegen tust du das, wenn du dir eins kaufst, mit Geld. Oh, deswegen bin ich doch hier. Wo kriege ich denn das Auto her? Oh, geh dir doch eins kaufen. Ist okay, ich suche mir eins aus. Gut, danke. Tschüssi. Ohne Hilfe mal wieder. Okay. Oh, da hinten ist ein Auto. Das habe ich fast gar nicht gesehen, weil sich das so tat in der Dunkelheit. Zack, das kann ich nehmen. Und, oh, klasse. Das kann ich direkt viel besser fahren. Mit meinem coolen neuen Führerschein oder was auch immer. Aber Izzy wird sich freuen. Ich glaube, das ist auch ein schnelles, so wie das aussieht. Dann fahre ich mal zu uns nach Hause. So, und dann sind wir hier schon. Garage einmal auf. Wo bleibt sie denn nur? Yeah, du hast... Oh, Achtung, aus dem Weg, aus dem Weg! Oh mein Gott! Entschuldigung! Oh Mann, das
tat wirklich weh. Es tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen. Er ist zu spät. Es hat so spät gebremst. Oh mein Gott, ich war so lange unterwegs. Oh, ist alles okay? Hey, easy. Hallo. Nur Spaß, ich kann ja gar nicht sterben. Okay. ich habe jetzt das Auto besorgt. Ja. Ich habe einen Führerschein machen müssen, weil scheinbar darfst du nicht einfach ein Auto fahren auf der Erde. Das ist echt merkwürdig. Ich werde nirgends mehr hingehen. Ich fahre jetzt überall mit dem Auto hin. Okay, warte, wollen wir einen kleinen Testfahrt machen? Ja, lass machen. Okay. Und wir können dieses Getränk holen, was die Menschen immer haben, das Warme mit der Sahne drauf. Was so schön süß schmeckt nach Schokolade. Oh ja. Okay, dann fahre ich uns dahin. Das war in der Stadt, oder? Denkst du, es stört jemanden, wenn wir die Garage offen stehen lassen? Wahrscheinlich nicht. Hoppala. Oder fahr nicht alles an, Ronja. Ich habe extra mein... Wir sind bestimmt nicht so happy darüber. Wir sollen doch Gutes tun hier auf der Welt. Das stimmt eigentlich. Ich meine, sollen wir Gutes tun? Eigentlich müssen wir ja nur für Ordnung sorgen. Bestehende Ordnung. Wir müssen ja nichts Neues machen. Okay, let's go. Schnell, wer zuletzt ist, ist ein Loser. Die haben zu! Oh, okay. Gott, die haben nur das Licht aus. Ja? Okay, Glück gehabt. Nehmen wir uns hier. Oh mein Gott, die haben auch Kekse. Ist viel besser, wenn die zu haben, dann kann man sich viel mehr nehmen. Ich liebe die Kekse hier. Warum haben die im Himmel keine Kekse? Okay, weißt du was? Lass uns hier bleiben, bis wir alt und grau sind. Und dann können wir ja auch viel besser mit den Menschen interagieren, oder? Wir haben jetzt auch das Auto, wir haben hier gutes Essen. Es macht ja keinen Sinn, wieder zurück auf unsere Wolke zu gehen. Oder? Wollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Mhm. Oh, lecker. Ich glaube, ich hole mir kurz noch einen Keks. Oh mein Gott. Warte, ist schon wieder jemand in unserem Haus drin? Ich glaube... Warum bist du eigentlich die ganze Zeit auf dem Klo in letzter Zeit? Ja, das ist ein bisschen... Oh, ich fühle mich nicht so gut dran. Ja, ich bin so alt geworden. Oh Mann. In den letzten paar Jahren, oder? Das ist irgendwie rapide bergab gegangen. Ich fühle mich auch viel schwächer. Oh, ich habe auch das Gefühl, der Schutz, den wir hier auf unser Haus hatten, wirkt nicht mehr, weil die ganze Zeit Leute reinkommen. Ich bin heute aufgewacht zur Alarmanlage und dann war der Safe leer. Irgendwie bestehen ja immer. Die Menschen sind echt nicht so gut, wie man denkt. Ja, und jetzt haben die gegenüber genau das gleiche Haus. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Götterding, aber vielleicht werden wir ersetzt. Das abgekupfert haben. Oh Mann. Menschen, weißt du, ich glaube, wir sind zu lange aus dem Himmel weg gewesen. Ich glaube auch. Also, ich meine auch als Kind mal gehört zu haben, je länger du aus dem Himmel weg bist, desto mehr schwinden deine Kräfte. Mach es nicht, sonst irgendwann löst du dich auf und dann... Hast ich will mich nicht auflösen. Ich mich auch nicht, aber ich glaube... Ich glaube, das ist was passiert hier. Guck mal, da ist schon wieder jemand. Geh weg. Wollen wir nicht in den Himmel zurück? Wie? Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, wie... Oh mein Gott, ich bin schon wieder runtergefallen. Ich habe keine Ahnung, wie wir zurück in den Himmel kommen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht können wir... Was ist, wenn wir uns auflösen? Ich meine, sterben können wir ja nicht. Das heißt, wir werden im schlimmsten Fall einfach zurückgesetzt in den Himmel? Ja, das könnte sein. Dann lass nebenan ins Laserhaus rennen. Siehst du das? Oh, okay. Gute Idee. Okay. Gute Strategie. Ich fange an. Okay. Warte. Okay. Und... Ah! Hat das geklappt? Naja, nicht so ganz. Okay, vielleicht ist das Laserhaus nicht der Plan. Oh, da ist ein Auto. Vielleicht können wir uns... Okay, warte. Du bist auf dem Laser und es passiert nichts. Ah, ja, wir sind halt unsterblich, Ronja. Was soll ich denn machen? Ah, du hast recht. Warte, hier ist ein kleiner Weißer. Vielleicht muss ich dem folgen. Was ist Guck mal, hier das? Ist ein kleiner Weißer, Mann. Ja, vielleicht müssen wir dem folgen. Wir zurück in den Himmel. Ja. Okay, hier lang? Dann hoch? Nein, da lang? Ich glaube, er ist verwirrt. Vielleicht verwirren wir ihn. Vielleicht darf er den Menschen nicht zeigen, wo der Weg in den Himmel ist. Die folgen uns hier. Kleiner weißer Mann, kannst du uns zurück in den Himmel führen? Oh nein, das ist ein zweiter, Ronja. Oh mein Gott, was ist wer? Da sind zwei. Die wollen uns holen. Oh no. Nein. Oh Gott, ich spür's. Oh Gott. Spürst du es auch? Ich spür's auch. Warte, ich bin weg. Ich hab mich aufgelöst. Ich auch. So, das war's mit Geburt bis Tod. Als Götter, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schaut auch gerne bei der Easy vorbei, da haben wir nämlich auch gerade erst ein neues Brookhaven-Video gefilmt. Also, wenn euch das gefällt, dann schaut gerne da vorbei. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal. Macht's gut, tschüss! Tschüss!